Wir haben heute zu Gast bei uns im Studio Diana Stöckel, Dr. Diana Stöckel, Ärztin und Osteopathin, Dozentin für Anatomie an der MedUni Wien, Dozentin für klinische Fächer und Embryologie an der WSO und an anderen Osteopathieschulen Italien, Ukraine, Polen. Die internationalen Engagements werden immer mehr, glaube ich. Und Diana ist auch seit ungefähr 1,5 Jahren Obfrau der Österreichischen Gesellschaft für Osteopathie und in der Rolle habe ich sie heute eingeladen zum Thema Berufspolitik in Zeiten der Corona-Krise. Wenn wir zurückdenken an die Zeit vor 1,5 Jahren, da war es relativ turbulent, da wurde ein neuer Vorstand gewählt in der ÖGO, auch unter Schwierigkeiten. Und kurz nachdem dieser neue Vorstand im Amt war, gab es dann plötzlich diesen Vorschlag für eine Novelle des Ärztegesetzes aus dem Gesundheitsministerium, der möglicherweise die Ausübung von Osteopathie nur Ärzten erlaubt hätte. Und der neue Vorstand war da sofort von null weg gefordert, da eine Kampagne ins Leben zu rufen. Und ihr habt ja damals unglaublich gearbeitet. Sofort mit einer Pressekonferenz, mit vielen Interviews im Fernsehen und für Zeitungen da gearbeitet, Lobbying betrieben und das dann letztendlich abgewehrt. Also danke, dass du auch ins Café Stillpoint kommst und dich interviewen lässt und nicht nur beim ORF oder Puls 4 oder so. Vielen Dank für die Einladung. Wenn du an diese Zeit zurückdenkst, als ihr begonnen habt und als das Ganze da gerade akut war, was war so das Aufregendste, woran du dich erinnerst damals? Es war eigentlich alles aufregend, wenn ich ehrlich bin. Wie du schon gesagt hast, wir sind gerade erst reingewählt worden. Das war ungefähr 2 Wochen, glaube ich, nach der Wahl. Das heißt, wir haben alle miteinander unsere Plätze noch nicht wirklich gefunden gehabt. Wir hätten uns einfinden wollen, eigentlich erst einmal in die ganze neue Situation, was einfach nicht möglich war. Das heißt, das war die Spring rein und schwimmen. Und es war im Endeffekt alles aufregend. Die Pressekonferenz war sicher eines der aufregendsten Dinge, die zu organisieren, da reinzugehen. Wir haben von vielen Sachen nicht gewusst, was wir eigentlich tun oder wie das eigentlich dann wird. Also das war sehr viel Learning by Doing. Und die Pressekonferenz war auch eine wirklich richtig gute Idee, weil auf die Pressekonferenz hinauf hat es dann die ganzen Anfragen gegeben von den verschiedenen Fernsehsendungen, von ZIP2 und so weiter, für die Interviews. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Sache war, die Pressekonferenz selber und eben nachher überhaupt erst die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen und gehört zu werden. Also das war schon gut. Du bist ja da sehr schnell, sehr gut rübergekommen in den Fernsehinterviews. Hast du irgendein Training da gehabt? Medientraining oder Interviewtraining oder irgendwas in dieser Art? Nein, gar Okay, nicht. Überhaupt nicht. Vor allem in 2 Wochen wäre es auch nicht möglich gewesen. Das war, ich war gerade auf der Anatomie und war eigentlich auf dem Weg ins Seziersaal, dass mich, wie mich der erste Reporter angerufen hat und gesagt hat, es tut mir leid, ich muss sie dann zurückrufen. Und dann habe ich halt nochmal Sezierkurs gehabt, bin rausgegangen, habe in Säckerisch angerufen und habe mit denen nochmal telefoniert, weil im Endeffekt Diplomatie heißt auch, dass man ein bisschen sich zusammenredet und da ein bisschen eine Abstimmung hat. Und am Tag drauf hat es dann angefangen mit den ganzen Interviews. Das fand ich ja sensationell. Das war aus meiner Sicht die Pointe an der ganzen Sache, dass der Präsident der Ärztekammer dann sich hinstellt und sagt: Wir haben damit ja nichts zu tun, wir haben gar nichts dagegen, wenn da Nichtärzte auch Osteopathie Ja. ausüben. Also, das war schon ein toller Schachzug. Es Das, waren ich, ich, ich wüsste kein anderes europäisches Land, in dem die Ärztekammer irgendwas nur in dieser Art sich zu sagen traut. Ich habe in Herrn Dr. Seckerisch zweimal getroffen mittlerweile. Ich habe auch den Herrn Dr. Zahl getroffen mittlerweile. Das ist der Jurist der Kennen wir das? Ärztekammer. Und die waren unglaublich produktiv, freundlich, sehr pro Osteopathie, eigentlich wirklich beide eingestellt, sind beide eigentlich sehr, sehr begeistert von der Osteopathie gewesen. Haben auch gesagt, dass sie per se nichts dagegen haben, im Gegenteil. Und auch im Gegenteil eigentlich ganz gern hätten, dass wenn schon Osteopathie, dann gut ausgebildete Osteopathen, damit da wirklich auch eine gewisse Qualitätskontrolle ist, auch für den Patienten vor allem. Und damit
die Osteopathen auch wirkliche Player sein können im Gesundheitssystem. Mhm. Das heißt, von der Ärztekammer war da noch nie irgendwas in Richtung, wir wollen keine Osteopathen und wir wollen keine Osteopathie oder wir wollen nur Ärzte haben. Das Einzige, was sie gesagt haben, es wäre wirklich auch von ihrer Seite her erstrebenswert, wirklich eine gut ausgebildete Osteopathie zu installieren, sprich gewisse Standards zu haben. Das passt ja genau zur Politik der EWU, ne? da auch höhere Standards zu vertreten und zu sagen, eine Osteopathin sollte gut ausgebildet sein, wollen bevor wir auch. Er oder sie auf die Patienten losgelassen wird. Genau. Und hast du jetzt rückblickend gesehen, was denkst du war der entscheidende Punkt, warum das dann gekippt ist? Gab es da einen Punkt, wenn du so zurückschaust, wo du sagst, das hat vielleicht den Ausschlag gegeben? Ich glaube, es war die ganze Aufregung. Im Endeffekt ist dieses Gesetz recht schnell, sie wollten es zumindest recht schnell installieren. Und es hat ziemlich viel Gegenwind gegeben. Das waren nicht nur die Osteopathen, die da wirklich dagegen gewettert haben. Ich muss sagen, was ich auch wirklich sehr positiv in Erinnerung habe, waren die Journalisten. Die meisten Journalisten waren unglaublich nett, sehr pro Osteopathie, haben auch wirklich angenehm mit mir gesprochen oder auch diese Interviews geführt. Es war nie, ich hatte nie das Gefühl, dass die eigentlich mir irgendwie während den Interviews ein Haxel legen wollen oder was auch immer. Ich meine, es war offensichtlich, dass ich jetzt nicht wahnsinnig geübt bin in Interview führen und vor der Kamera stehen, und sie waren aber alle immer total hilfsbereit, und das war sicher auch total super, da Unterstützung gehabt zu haben, weil ich glaube, dass die Medien da auch viel, viel transportieren. Ja, absolut, absolut. Aber ich weiß nicht, ob du was Aktuelles gehört hast. Ich höre immer wieder alle paar Monate, dass ein neuer Versuch einer ähnlichen Novelle irgendwo schon in einer Schublade liegt, dass irgendwas geplant ist, was dann anders ausschauen soll, besser formuliert sein soll. Hast du da Neuigkeiten oder bist du auch nicht? Nein, auch damals, ich habe das Gleiche gehört, auch damals, auch von den Entscheidungsträgern. Allerdings nachher nie wieder. Ich habe dann nie wieder irgendwas in der Richtung gehört, und es war dann auch nie wieder Gespräch. Okay. Was ich das letzte Mal gehört habe, oder wir haben ja laufend unsere Gespräche mit Politikern, beziehungsweise auch Sekretären von den verschiedenen Parteien, beziehungsweise dann auch vom Ministerium und so weiter. Und wir hatten, oder ich hatte das letzte Mal ein Gespräch mit einem Gesundheitssprecher, und der hat auch gesagt, es wird wahrscheinlich irgendwann einmal so weit sein, dass in Gespräch ist, und das ist jetzt in nicht allzu ferner Zukunft, wie das ausschaut mit den Gesundheitsberufen, die auch anklopfen und vor der Tür stehen und eventuell auch eine Registrierung haben wollen, beziehungsweise auch im internationalen Vergleich eventuell sogar brauchen, weil wir relativ weit hinten sind mit den Registrieren von Gesundheitsberufen international gesehen, und da dürfte sozusagen sich was abspielen, aber mehr weiß ich eigentlich nicht. Okay. Aber das war auch ein sehr produktives Gespräch damals, auch eben nicht lang her, ganz kurz vor der Corona-Krise. Und dann ist eben die Corona-Krise dazwischen gekommen. Im Moment haben sie andere Sorgen. Okay. Im Moment ist es nicht die Osteopathie, die ganz vorne auf der Agenda ist. Da. Um einen Anschuber muss man sich schon ein bisschen Sorgen machen. Jetzt schaut sogar der schon gestresst aus. Aber ich finde, er macht es sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ich finde auch. Anschuber macht es wirklich gut. Gut, wir sind schon beim Stichwort angekommen. Damals nach der Aufregung vor anderthalb Jahren, dann dachte man, es kehrt Ruhe ein für eine Weile. Und ihr habt stetig dahin gearbeitet, glaube ich, neue Strukturen auch in den Bundesländern aufzubauen. Ja. Magst du darüber ein bisschen was erzählen, was da passiert ist? Genau, wir haben dann versucht, wirklich eine gewisse Struktur in das Ganze hineinzubringen. Das heißt, wir haben jetzt den Vorstand, mehr oder weniger auf Bundesebene sozusagen. Das heißt, wir sprechen auf Bundesebene mit den verschiedenen Parteien beziehungsweise auch mit den Ministerien, und wir haben auf Bundeslandebene eben auch diese Länderpolitik mehr oder weniger. Es gibt jeweils einen Vertreter pro Bundesland, und diese Vertreter haben auch ein paar Leute, die sich gemeldet haben, in manchen Bundesländern mehr, in manchen Bundesländern weniger, die wirklich im Land zusammenhelfen oder mithelfen, der ÖGO helfen und dort wirklich die Vertreter sind und dort wirklich lokal mit den
Landesregierungen sprechen, Gespräche führen. Und die machen das großartig, sind eine riesengroße Hilfe. Es ist für uns auch wirklich, wirklich gut. Die machen viel Aufklärungsarbeit, allen voran Salzburg. Das ist die Schiller Birgit, die hat sich wirklich großartiges Zeug gelegt. Die haben die bei der gesunden Gemeinde mitgemacht. Also da geht es nicht nur um die Politikebene, sondern es geht da auch um Aufklärungsebene, damit man auch ein bisschen das zu den Menschen transportiert. Er sagt, okay, was ist Osteopathie? Wie erkenne ich einen guten Osteopathen? Wie erkenne ich, ob da eine auszureichende Ausbildung habe oder auch nicht? Und von dem her ist da total viel passiert. Auf der einen Seite, dann haben wir versucht, das und die ÖGO auch noch zu professionalisieren. Wir arbeiten jetzt mit einer PR-Firma zusammen für Marketing und Lobbying. Die Fine Facts sind das. Die helfen uns wirklich, wirklich viel. Wir merken, dass da extremst viel weitergeht. Die wissen, wann was zu tun ist, wann nichts zu tun ist. Die sind halt, die machen das professionell. Ja. Ich meine, wir sind Physiotherapeuten und Ärzte. Wir versuchen, was wir können, aber in Wirklichkeit das wirkliche Know-how dahinter, wie mache ich, was mache ich, wann mache ich nicht, auch eine wichtige Frage. Und die haben die Connections, also die sind super. Wann macht man nicht? Wann ist es besser, sich ruhig zu verhalten? In den letzten Tagen und Wochen war es öfter mal so, dass die gesagt haben, und jetzt machen wir mal nicht. Warten, abwarten, schauen, Informationen sammeln und bevor wir frühzeitig mit irgendwelchen Informationen rausgehen, lieber nochmal nachkontrollieren, ob das eh sicher so ist und nicht schauen, und gerade auf den sozialen Medien wirklich schauen, dass da keine Wogen hochgehen und dass da kein emotionales Gespräch ist, sondern wirklich, dass wir versuchen, dass wir das so gut wie möglich auf einer Informationsebene lassen und nicht auf einer Emotionsebene. Und ich denke, das war auch jetzt eure Hauptaufgabe in den letzten Wochen, da Mitgliederanfragen zu beantworten und zu versuchen, auch zur jeweils möglichst besten Information zu kommen, die man bekommen kann. Genau, also die Hauptaufgabe in den letzten 2-3 Wochen war vor allem Information sammeln. Es war teilweise nicht leicht, wirklich eine valide Information zu bekommen, wo die auch hieb- und stichfest ist, wo man auch wirklich sagen, okay, das sollen jetzt keine schnell oder zu schnell rausgegebenen Informationen sein, von denen wir glauben, dass, weil sich die halt im Nachhinein eventuell als Fake News herausstellen können, was wir überhaupt nicht wollen. Das heißt, wir wollten wirklich nur geprüfte, valide Informationen weitergeben. Dadurch hat es teilweise auch ein bisschen länger gedauert, bis wir wirklich damit an die Öffentlichkeit gegangen sind. Aber es war vor allem die Frage eben, wie schaut es mit den Finanzierungen aus? Sind wir Teil vom Härtefonds? Können die Physiotherapeuten weiterarbeiten? Können die Ärzte weiterarbeiten? Können die Mitglieder von uns, die bei der WKO sind, weiterarbeiten? Wenn ja, unter welchen Bedingungen? Wo fallen sie rein? Dann haben wir geschaut, dass wir Links online stellen, dass jeder relativ schnell dorthin kommt, wo er eigentlich hin muss, von seiner Berufsgruppe her. Diese Sachen vor allem. Das ist ja unglaublich schwierig, weil nicht einmal im Bereich der Hygiene, wo man glauben würde, es gibt da gesichertes Wissen, sind sich die Organisationen einig. Die Ärztekammer sagt, normaler Mundschutz genügt, der Physiotherapeutenverband sagt, FFP-Maske und Schürze und ich weiß nicht was noch alles. Wo findet ihr, wie schafft ihr das, da eine Linie zu finden, das ist, wenn es so wenig Referenzen gibt? Nee, jetzt gerade bei den Hygienerichtlinien, die vor allem ans Gesundheitsministerium bzw. auch an die Ärztekammer mit der Frage, haben wir das richtig gelesen? Reicht es, dass zum Beispiel jetzt für die Ärzte bei nicht-Covid-verdächtigen Patienten eine normale Schutz-, also Mund-Nasen-Maske plus eine Hygiene ausreicht? Passt das so, passt das nicht? Ist das, nachdem Sie in der Aussendung geschrieben haben, passt das auch, dass Sie für den niedergelassenen Bereich der Gesundheitsberufe sind der Physiotherapeuten, Logopäden, Ergotherapeuten und so weiter inkludiert oder auch nicht? Das heißt, wir wissen es selber noch nicht. Ja. Ich kann jetzt auch noch nicht sagen, was wirklich Fakt ist, weil einfach die Informationen zwar halb im Raum stehen, aber noch nicht wirklich gesichert sind, auch für uns noch nicht. Das heißt, wir sind dran, wir schauen, dass wir die Informationen kriegen, vielleicht sogar bis nächste Woche, wenn wir es schaffen. Wir probieren es. Wir haben angerufen, Briefe geschrieben, Mails geschrieben.
derzeit sind die recht busy und es dauert hin und wieder ein bisschen, bis man da die Antwort kriegt. Aber ich hoffe doch, dass wir bis nächste Woche irgendwo eine Antwort haben. Und die wird man dann weitergeben. Das heißt, von der ÖGO gibt es keine Richtlinien oder sonst irgendwas, das wir rausgeben, weil dafür sind wir auch nicht befugt. Ja. Was wir machen wollen, ist, dass wir die Informationen weitergeben, sodass sowohl unsere Therapeuten, unsere Mitglieder geschützt sind und auch aber die Patienten geschützt sind, dass sozusagen der maximale Schutz für beide da ist. Das ist ja bei diesen Dingen immer die doppelte Frage. Das eine ist die hygienische Frage, wie schütze ich mich und wie schütze ich den Patienten vor Ansteckung? Und das zweite ist natürlich die rechtliche Frage, wie schütze ich mich vor irgendwelchen Folgen, weil ich irgendeine Bestimmung nicht eingehalten habe? Genau, dafür haben wir noch eine Juristin. Die haben wir natürlich auch befragt. Mhm. Da, glaube ich, haben wir heute das rausgeschickt, auch was die dazu sagt. Und die sagt halt auch ganz klar, man muss wirklich aufpassen, es müssen klare Richtlinien da sein, damit man eben nicht im rechtsleeren Raum ist. Selbst wenn unser Kanzler vor 2 Tagen in der ZIP 2 gesagt hat, Physiotherapeuten haben ja eh offen. Ja. Stimmt, sie dürfen offen haben, die Physios, genauso wie die Ärzte. Die Frage ist nur, in welchem Rahmen und was müssen sie erfüllen. Genau. Und wenn das nicht klar ist, befinden wir uns halt in einem Raum, wo wir nicht geschützt sind, als Ärzte, als Physios, als Therapeuten und so weiter und so fort. Und das ist die eine Frage. Die andere Frage ist natürlich der Schutz von uns und der Schutz von unseren Patienten, für die wir verantwortlich sind. Mhm. Hast du so einen Überblick, wie vorsichtig sind die Osteopathinnen und Osteopathen? Haben die offen, haben die zu? Oder ist das ganz unterschiedlich? So viel ich weiß, haben der Großteil der Osteopathen jetzt zu. Mhm. Auf jeden Fall bis nächste Woche. Sie sind eher vorsichtig, finde ich auch gut. Vor allem, wie gesagt, auf zweierlei Ebenen. Ja. Sowohl auf der medizinischen als auch auf der rechtlichen. Und so viel ich weiß, die meisten haben jetzt mal zu und warten ab. Und was ich auch sinnvoll finde, bis wir wirklich die wissen, was los ist und wie wir arbeiten dürfen. Das Problem ist, dass sich die Juristen ja auch nicht einig sind. Ne? Das stimmt. Und dass manche Juristen oft dazu neigen, eine besonders vorsichtige Einschätzung der Lage zu geben, wo man sich dann gar nichts mehr tun traut. Das ist dann auch nicht ideal. Also auch da muss man ja immer einen Mittelweg finden. Stimmt, obwohl jetzt gerade in Zeiten der Corona wäre ich wirklich vorsichtig, weil sie halt wirklich hart durchgreifen, gerade jetzt. Kann in einem Monat wieder anders sein, aber derzeit ist es wirklich, kann man sich die Finger verbrennen, weil man doch sowohl zivil als auch strafrechtlich geklagt werden kann. Ja. Also auf strafrechtliche Klage will ich nicht unbedingt das, haben. Das ist klar. Gab es schon irgendwelche Probleme, die Physiotherapeuten, Physiotherapeutinnen oder Ärztinnen schon gehabt haben jetzt in den letzten Wochen? Nein, noch nichts Konkretes. Ich kenne nur die Geschichten von Polizei verhaftet, Betrunkene bei Corona-Party oder so. Eher diese Art von Problemen. Aber die von Probleme, Praxen weiß ich quasi noch nichts. Die Probleme waren eher gerade am Anfang, wie es gegangen ist, um finanzielle Fragestellungen. Mhm. Also das war eher. Okay. Gut. Fragen der Mitglieder, was ist da am häufigsten gekommen in der letzten Zeit? Diese Dinge, die wir schon besprochen hatten, oder gab es da noch andere Dinge? Vor allem, was wir jetzt besprochen hatten. Mhm. Vor allem die finanzielle Frage war eine große: Praxen schließen, Praxen nicht schließen. Ja. Dann ist die Frage gewesen wegen den Betriebsunterbrechungsversicherungen. Ja. Gibt es da schon Klarheit oder weiß man da noch immer nichts? Naja, es ist auf jeden Fall klar, dass sie auf jeden Fall klar ist ja, eine Frage. Ist leider gar nichts. Ja. Ist gar nichts. Aber so wie es derzeit ausschaut für uns, werden die Physiopraxen genauso wenig geschlossen wie die Arztpraxen geschlossen werden. Und ich finde, das hat man auch beim Kanzler Kurz auch rausgehört. Mhm. Und die Betriebsunterbrechungsversicherungen sind halt, wie gesagt, bei manchen greifen sie, bei manchen nicht, was die Epidemien anbelangt, weil viele Betriebsunterbrechungsversicherungen haben sowieso einen Passus drinnen, wo drinnen steht, dass bei Epidemien, bei Pandemien, bei Naturkatastrophen sie nicht greifen. Das heißt, es wäre sowieso nicht so gewesen, also es wäre nicht so gewesen, dass man sagt, die wären geschlossen worden und jeder hätte Nutzen nießen können von seiner BU. Aber es steht sowieso nicht zur Debatte, okay, also ist damit erledigt, die Diskussion. Ja. Und das Zweite, was wir halt jetzt auch gemacht haben, ist, dass wir versucht haben, für die Leute, die eben zu Hause sind, weil sie eben nicht arbeiten können,
die hat mir die Idee der Osteopathie meiner Meinung nach oder die Meinung nach von vielen ein Gesundheitsberuf ist, wo man wirklich auch in diesen Zeiten helfen kann, dass wir angeboten haben, zuerst auf Bundesebene, dass wir helfen könnten als Osteopathen, auch als Statement, wir sind da, wir sind Teil vom System, wir sind proaktiv, wir wollen auch helfen, wir wollen Teil von dem System sein. Da hat sich lange Zeit nicht viel getan und es sind recht wenig Rückmeldungen gekommen und das haben wir dann auf die Bundesländerebene verteilt und in den Bundesländern haben dann die Leute von den Bundesländern mit dem Krankenanstaltenverbund des jeweiligen Landes eben gesprochen und da Initiativen begonnen und da ist auch von den Mitgliedern einiges kommen, weil du vorher gefragt hast, was waren die meisten Anfragen. Das eine war eben diese finanzielle Verunsicherung und das zweite war diese Mithilfe. Das waren die Hauptkontaktpunkte eigentlich. Und in welchen Bundesländern ist da was angelaufen, weißt du? In Niederösterreich. Mhm. In Niederösterreich ist es am unmittelbarsten sozusagen mit Kornaubergstocker-Rau. Die haben schon gesagt, sie würden auf jeden Fall eine Kooperation eingehen. In den meisten anderen Bundesländern ist es so, dass wir in Evidenz sind. Das heißt, derzeit ist es nicht so, dass das System ausgereizt ist. Es gibt nur zu wenig Covid-Patienten, dass das Ganze anlaufen würde. Genau, aber wir sind in Evidenz und sie wissen, wer da mithelfen würde. Ja, das ist eine super Initiative. Ja, vorige Woche hatte ich den Christian Hartmann hier per Skype zu Gast, der sich sehr viel mit der Geschichte der Osteopathie beschäftigt. Und da ging es ums Thema Osteopathie und Infektionskrankheiten und darüber, dass wir sowohl historisch mit der spanischen Grippe da vor 100 Jahren ein bisschen was vorzuweisen haben, dass Osteopathie da hilft, aber dass es auch neuere Studien gibt, die in die Richtung gehen und die zeigen, dass das Immunsystem stimuliert wird, dass man da zum Beispiel bei Pneumonie-Patienten unterstützend arbeiten kann. Man muss halt schauen, man muss wirklich schauen, dass man die Therapeuten auch schützt. Das haben wir auch immer mit ausverhandelt und gesagt, wir müssen schauen, dass die Therapeuten geschützt sind, wenn die wirklich mitmachen, welche Patienten werden wirklich behandelt von den Osteopathen, welche sollten eher nicht behandelt werden, ist es wirklich sinnvoller im Intensivsetting das Ganze zu machen oder davor bei Patienten, die zwar positiv sind, aber dass man die behandelt, dass sie gar nicht dorthin kommen. Ja. Und wenn, welchen Schutz gibt es, wie können, gibt es genügend Schutzmasken, gibt es genügend Schutzkleidung für den Osteopathen und wenn das alles funktioniert und wenn da genügend Ressourcen sozusagen da sind, dann wäre schon die Idee, dass wir helfen können und das glaube ich auch, dass wir als Osteopathen. Gab es da so eine Linie durch die einzelnen Krankenhäuser, dass man sagt, eher die Intensivpatienten oder eher die noch nicht auf der Intensivstation sind? Was ist da rausgekommen? Eher die noch nicht. Und es gibt auch eine große Studie, die MOPSI-Studie, mit 406 Patienten ursprünglich. Und die haben auch Patienten betreut, die eben nicht intubiert waren. Allerdings waren das ältere Patienten, die eine Pneumonie hatten, die hospitalisiert wurden. Und da ist auch rausgekommen, dass Osteopathie bei denen, die eben die osteopathische Gruppe waren, die Kohorte waren, ein signifikant gutes Outcome gehabt hat, aber das waren auch nicht intubierte Patienten. Das heißt, die großen Studien sind auch nicht für die intubierten Patienten. Von dem her ist halt die Frage, ob wir das da jetzt anfangen damit. Ja, nein, ich halte das generell auch für den besten Platz der Osteopathie, nicht in der Intensivmedizin erst, wo es effektivere akut wirksamere Maßnahmen gibt, sondern eher schon im Vorfeld, damit man gar nicht dorthin kommt. Genau. Noch dazu ist das Intensivsetting halt schon nochmal ein anderes. Ja. Normalerweise sind das wirklich eingespielte Teams. Die Frage, ob man da wirklich intervenieren sollte als Externer. Gibt es Fragen? Wir schauen einmal, ob es jetzt schon Fragen gibt. Die ersten Fragen sind nach dem Ton. Das hat sich beantwortet. Eine Frage: Hat die Kassenreform Auswirkungen auf unsere Berufsgruppe bezüglich Anerkennung oder Refundierung? Nein, hat sie nicht. Wir haben auch Gespräche mit den Kassen per se geführt. Aber wirkliche Auswirkungen dürfte es da jetzt nicht geben. Also
es hat keine direkte Auswirkung auf die Anerkennung, weil da einige Dinge sind, die sie sowieso verändern wollen innerhalb der Kassen, auch was die Rückerstattung für physiotherapeutische Behandlungen anbelangt, wo, und das wird noch einmal komplett umgebaut, offensichtlich, zumindest so der Plan, was ich weiß. Und von dem her ist es, haben wir da keine Rückmeldung gekriegt. Also das ist kein Argument. Ich würde auch glauben, bevor da was weitergeht mit den offiziellen Krankenkassen, brauchen wir vom obersten Sanitätsrat ein noch positiveres Gutachten. Ja, und an den ranzukommen ist ein schwieriges Unterfangen. Mhm. An den obersten Sanitätsrat probieren wir seit 2 Jahren, seitdem wir im Amt sind, irgendwie ranzukommen, aber das war bisher ein bisschen, es ist einfach schwierig, dort hinzukommen. Aber das letzte Gutachten von 2016, das war gar nicht schlecht, aber wenn ich mich richtig erinnere, ist da rausgekommen, in manchen Bereichen ist die Osteopathie schon etabliert und durchaus schon wissenschaftlich unterlegt, aber ein oder zwei solche Bereiche mehr bräuchten wir noch, um das als Methode heranzuerkennen. Und inzwischen gibt es schon wieder eine Menge mehr Studien, die publiziert sind. Also ich würde glauben, wir haben jetzt schon wieder mehr vorzuweisen. Wir versuchen auch bei diesen ganzen Politikertreffen, dass wir die Studienlage darlegen, dass wir die Studien mitschicken oder zumindest einen Auszug von den Studien, damit wirklich auch gesehen wird, okay, da gibt es Studien, es gibt große Studien. Jerry Daly zum Beispiel macht wirklich schöne große Studien, macht sehr valide Arbeit. Und das sind alles Dinge, die eigentlich uns auf lange Frist helfen werden. Genau. Dann haben wir noch einen Kommentar. Das Gesundheitsamt in Mettmann, Deutschland, hat eine Kooperation mit Heilpraktikern und Osteopathen geschlossen. Ich glaube, in Deutschland gibt es da schon mehr. Da gibt es ja eine Vielzahl von Krankenversicherungen und sehr viele Berufsgruppen können sich ihre Versicherung aussuchen, anders als bei uns. Und da gibt es einige kleinere Krankenversicherungen, die durchaus schon mehrere Osteopathiebehandlungen im Jahr bezahlen. Also vielleicht setzt sich der Trend ja bei uns auch weiter fort. Wie gesagt, wir versuchen sie auf verschiedensten Ebenen. Eine Ebene ist die Kassenebene. Die haben wirklich gut viel zu tun derzeit mit diesen Kassen zusammenlegen. Das heißt, auch da ist es unglaublich schwierig, dass man irgendwie Gespräche führen kann, dass die Zeit für einen haben, weil die sagen, tut uns leid, wir haben derzeit eine andere Agenda. Ja. Das heißt, da muss man halt dann immer wieder anklopfen, immer wieder probieren, was wir auch tun. Aber halt dann auch nicht sagen, okay, aber ich will jetzt und ich muss jetzt, weil da kommen wir halt auch nicht wirklich weiter. Ja. Aber wir probieren es immer wieder und wir wissen, dass die Kassenebene eine Ebene ist, die sich, also wo wir anklopfen müssen. Mhm. Genau. Und es waren ja auch kleine Kassen schon, haben auch schon Osteopathie rückgestartet. Wie gesagt, wir müssen jetzt ein bisschen abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Und Corona ist halt jetzt noch einmal dazwischen kommen. Ja. Das heißt, für gewöhnlich, wenn solche Dinge dazwischen kommen, dann dauert es wieder. Genauso voriges Jahr waren wir gut in Gesprächen und nachher war Ibiza. Dann haben wir ein bisschen warten müssen, weil dann hat sich irgendwie keiner mehr für uns interessiert. Ja. Und das waren dann so einfach Monate oder Wochen, Monate teilweise, wo wir immer wieder gefragt haben, wo wir angeklopft haben und gebeten haben um Gespräche. Und das war einfach dann, bitte warten. Ja, wobei ich glauben würde, dass mittelfristig Ibiza ja nicht nur fürs Land insgesamt ein großer Vorteil war, sondern vielleicht auch für die Sache der Osteopathie. Eventuell, ich war an dem Tag der Ibiza, wo das Ganze rauskommen ist, beim Herrn Dr. Hartig. Wie gesagt, das war ein gutes Gespräch, dann war es in der Pause. Ja. Das ist das Problem über die Jahre immer in der Berufspolitik, dass an die Minister abhanden kommen, mit denen man schon eine Gesprächsbasis aufgebaut hat. Stimmt. Ich meine, es gibt ihn noch, aber wie gesagt, es war halt. Ja. Der war zum Beispiel auch einer, mit dem ich geredet habe über die Kooperation Osteopathie und Covid-19. Mhm. War einer, der sich da auch gemeldet hat. Das heißt, der ist noch da, aber wie gesagt, Prioritäten sind derzeit leider Gottes woanders. Gut. Die ÖGO, wie alle Dachverbände oder Berufsverbände, haben so eine Doppelrolle. Einerseits berufspolitisches Arbeiten und Lobbying, andererseits Serviceorganisation für die Mitglieder und Service zu bieten, den die Mitglieder sich da auch erwarten. Mhm. Wo,
Wo würdest du die Öko da mehr einschätzen? Gibt es da einen Schwerpunkt da oder dort? Wir versuchen ein bisschen das Angebot auszuweiten mit einigen Ideen, die wir im Hintergrund laufen haben. Eventuell Erste-Hilfe-Kurse, sowas für Osteopathen, damit solche Sachen wieder aufgefrischt werden und so weiter. Das rennt parallel. Wir haben halt eine Sekretärin, das war vorher die Moni, jetzt ist es die Christina, die beide super Arbeit leisten, die wirklich viel machen und viel da sind, aber es ist halt in Wirklichkeit eine Person auf 525 Mitgliedern. Und es ist halt, es kommt dann rein, das Alltagsgeschäft, dann kommen rein die ganzen Zahlungen, das muss da wieder überwacht werden, ob jeder zahlt hat, ob das passt hat. Dann die Anfragen, die normalerweise sind, und dann kommt jetzt dazu eben die ganzen Corona-Fragen. Das heißt, das ist alles recht viel immer, und wir versuchen immer da zu sein, wir versuchen alles recht schnell auch zu beantworten, aber es dauert halt derzeit alles ein bisschen, und derzeit, wenn du fragst, was ist jetzt der Schwerpunkt? Derzeit ist der Schwerpunkt, dass wir auf der Ebene da sind von wegen helfen in Zeiten der Corona. Und da ist jetzt dieser, was können wir alles anbieten, ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil es derzeit erstens können wir nichts wirklich Großartiges veranstalten, weil es keine Veranstaltungen gibt. Und zweitens brauchen wir die Ressourcen für eben dieses Service, dieses Corona-Service nennen wir es so derzeit. Aber es wird auch wieder shiften, wenn sich die Lage beruhigt, und dann werden wir auch wieder schauen, dass das ein bisschen ausgeglichener ist. Also im Moment mehr Berufspolitik. Mehr Berufspolitik. Thema Veranstaltungen abgesagt. Ich glaube, die Generalversammlung hätte ja auch irgendwann diese vorige Woche sein sollen. Auf wann haben Sie verschoben? Wann wird die? Gibt es schon einen neuen Termin? Wir wissen einfach noch nicht wann. Wir wissen ja alle miteinander nicht, wann wir uns wieder treffen dürfen. Von dem her gibt es noch keinen Termin. Ich nehme an, im Herbst. Genau. Wenn man den Sommer vermeiden kann, ist das sicher besser. Ja. Erstens, entweder dürfen wir uns eh noch nicht treffen im Sommer, was ich ehrlich gesagt nicht hoffe, oder es kann genauso gut sein, dass im Sommer, normalerweise ist ja das Sommerloch und dann sieht auch Urlaub, was heuer wahrscheinlich nicht der Fall ist. Wir werden wahrscheinlich alle da sein. Und arbeiten nehme ich auch an, aber ich nehme an, es wird Herbst werden. Gut. Stichwort Projekte, andere Projekte. Ich habe jetzt da gerade eine E-Mail bekommen von diesem Opera-Projekt. Ja. Willst du dazu noch ein bisschen was sagen? Genau, das ist ein weiteres Projekt, das wir auch im Hintergrund laufen haben, was vor ungefähr einem Dreivierteljahr begonnen worden ist im Hintergrund. Das heißt, diese ganzen Vorbereitungen laufen ungefähr seit Spätsommer. Das ist ein Projekt, das auch international ist. Da gibt es eine Datenerhebungsstudie. Wie viele Osteopathen gibt es? Welche Osteopathen gibt es? Was haben die für Ausbildungen? Was machen die normalerweise? Welche Patienten betreuen die? Wie viele Behandlungen sind das? Und so weiter und so fort. Und das sind Dinge, die wir brauchen, wenn wir zu den Politikern gehen, damit wir auch Zahlen und Fakten in der Hand haben. Es ist nur ein Überblick. Wir haben 525 Mitglieder derzeit. Wir nehmen an, dass ungefähr doppelt so viele Osteopathen, also SEN-approbierte Osteopathen oder zertifizierte Osteopathen in Österreich wahrscheinlich sind. Wie viele Osteopathen dann noch da sind, die eben eine nicht SEN-zertifizierte Ausbildung haben, wissen wir einfach nicht. Also das ist wirklich komplett im Dunkeln, und wir brauchen in Wirklichkeit die Daten damit. Und ich habe auch in den letzten halben Jahr immer wieder betont, dass wir die Kommestudie vorhaben, wie ich die ganzen Visiten sozusagen gemacht habe. Und es waren alle so, ja, auf jeden Fall, wenn sie die Daten haben, dann kommen sie wieder. Das heißt, wir brauchen einfach diese Daten. Und je mehr Leute das machen, desto besser ist es für uns alle, weil je besser stehen können wir argumentieren, dass wir eine Reglementierung brauchen, dass wir einen Beruf brauchen und so weiter und so fort. Ich kann mich erinnern an die Gespräche im Ministerium, wenn wir gefragt wurden, wie viele Osteopathen gibt es eigentlich, haben wir gesagt, wir wissen es nicht genau, wir schätzen so und so viele. Genau. Und das ist super, dass es da endlich einmal eine einigermaßen objektive Erhebung gibt. Noch dazu ist eine internationale Studie, das heißt, die Informationen, die da sind, werden dann auch international verglichen. Das heißt, man hat dann einerseits österreichspezifisch eine Studie, dann aber in Wirklichkeit auch europaweit, damit das
auch ein bisschen eine internationale Vergleichbarkeit hat, ja, und damit man auch sagen kann, und in Großbritannien ist es so und in Frankreich ist es so. Wie machen wir das mit der Nostrifizierung, wenn das zum Beispiel in Österreich nicht anerkannt ist, weil in so und so vielen anderen Ländern ist es anerkannt. Und das sind schon Argumente, die die Politiker hören. Aber wie gesagt, mit Zahlen und Fakten ist es leichter. Gut. Vielleicht eine Gelegenheit für einen Appell an alle, die zuhören, zuschauen und die vielleicht auch diese E-Mail bekommen haben, wenn ihr sie noch nicht von der ÖGO bekommen habt, weil ihr vielleicht doch noch nicht Mitglied seid, dann werdet ihr sie demnächst auch noch von der WSO bekommen. Bitte seid so nett, macht da mit, schäufelt diesen Fragebogen aus. Ihr tragt dazu bei, dass es ein klares Bild der Osteopathie in Österreich gibt. Willst du dem Aufruf noch was hinzufügen? Ja, einfach nur bitte. Wir brauchen wirklich jeden Einzelnen, der das macht. Und wir brauchen wirklich so viel und so eine so große Rückgabequote, wie nur irgendwie möglich ist, damit wir wirklich gute Argumente haben, wenn wir dann wieder zu den Politikern gehen, wenn es wieder möglich ist, dass man zu irgendjemandem geht. Und in den nächsten drei Monaten, werdet ihr immer wieder Aufrufe kriegen, bitte bei der Kome-Studie mitmachen, bitte bei der Opera-Studie mitmachen. Ist das gleiche übrigens, Kome und Opera. Und nach 3 Monaten ist das Ganze finalisiert, wird ausgewertet und dann haben wir auch mit einer hoffentlich hohen Rückkaufquote eine ganz andere Argumentation für unsere Mitglieder. Gut, wir haben noch einige Fragen. Schauen wir mal schon. Gibt es aktuell eine Empfehlung, ob Praxen weiterhin zubleiben sollen? Oder richtet sich das individuell nach vorhandener Schutzausrüstung? Es gibt Empfehlungen sowohl von der Ärztekammer als auch von Physio Austria. Wie gesagt, das sind Empfehlungen. Wir prüfen sie gerade. Wir prüfen gerade, wie wirklich, was notwendig ist, was rechtlich gefordert wird. Und sobald wir die Informationen haben, werden wir sowohl auf Facebook als auch auf die Homepage spielen. Wirklich eine Empfehlung von uns wird es nicht geben, weil wir keine Entscheidungsgewalt haben. Wir können keine Empfehlungen rausgeben. Das Einzige, was wir wirklich machen können, ist alles, was wir wissen, alles, was wir kriegen, und das sind teilweise sogar von den entscheidungstragenden Stellen widersprüchliche Informationen. Das heißt, wenn ich dann Informationen kriege, die nicht wirklich dasselbe aussagen und sie kommen von der gleichen Stelle, muss ich wieder von vorne anfangen, muss wieder zurückgehen, muss wieder bei den verschiedenen Entscheidungsträgern nachfragen, wie ist es jetzt, was ist jetzt gültig, was ist nicht gültig, weil vorher kann ich einfach nicht mit der Information nach außen gehen. Wir schauen, wir sind dran, wir versuchen es, wir haben, wie gesagt, in den letzten 2 Tagen die Briefe geschrieben, die E-Mails geschrieben, die Anrufe gemacht. Heute ist Mittwoch. Irgendwie jeder Tag ist schon fast gleich. Ich hoffe, dass wir bis nach Ostern die Informationen alle haben und die aber auch einheitlich sind, sodass wir die Informationen weitergeben können. Wirklich Empfehlungen werden es nicht werden. Okay, danke. Eine weitere Frage. Könnt ihr mir was sagen bezüglich des Härtefallfonds, in dem wir ja fallen? In Phase 2 muss man Kontoauszüge vorweisen. Wir haben aber Einnahmen aus der Zeit davor. Ich bin vom Grundberuf Physiotherapeut. Ich würde wegen diesen Härtefallfonds ehrlich gesagt mit dem Steuerberater noch eine Rücksprache halten. Ich gehe auch zu meinem Steuerberater und hole mir von dem die Information. Wir haben eine Steuerberaterin in der ÖGO. Die Informationen, die wir kriegen, einmal mehr, wir spielen alles rauf, was wir haben. Wenn es dann wirklich noch individuelle Fragen gibt, entweder könnt ihr noch eine Mail schreiben, vielleicht können wir es beantworten, falls nicht, ist wahrscheinlich der Gang zum eigenen Steuerberater fast unumgänglich. Leider. Was wir wissen, gehen wir weiter. Es ist sehr schwierig, weil sich auch da die Regeln ja alle 3 Tage ändern. Genau. Wir haben für die WSO-Mitarbeiter natürlich Kurzarbeit angemeldet und haben da auch schon die 3. Formulare ausgefüllt, weil sich immer wieder was ändert. Wenn man wieder darauf kommt, dass man wo nachbessern muss, dass was nicht klar genug ist. Genau, und ich muss ehrlich sagen, ich bin beim Härtefonds jetzt gerade auch nicht up to date, wie es jetzt gerade ist. Von dem her nachfragen. Nächste Frage, gibt es in Europa schon Länder, wo Osteopathie auf Krankenschein möglich ist? Weißt das du? Mir fällt auch nichts ein. Es gibt
ich glaube, 12 Länder inzwischen, wo du bei dir berufen anerkannt ist, aber wirklich auf Krankenschein. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwo schon Kassenleistung ist. In der Schweiz ist es nicht Kassenleistung, das weiß ich, die sind jetzt anerkannt. Die Privatversicherung in der Schweiz zahlen, aber genau, das aber ganze nicht Kassensystem funktioniert da anders. Also nicht auf Krankenschein, aber man kann es sich rückvergüten lassen. Was mit Großbritannien? In Großbritannien, glaube ich, ist es Privatleistung. Ist eine Privatleistung. Mhm. Anerkannt sind sie auf jeden Fall. Aber ob die Kassen zahlen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, echte Kassenleistung direkt auf Krankenschein, glaube ich, gibt es noch nicht, das Modell. Mir würde jetzt kein Land einfallen. Mhm. Zumindest. Und wenn, dann müsste ich nachfragen. Aber mir fällt jetzt auch kein Land ein. Mhm. Weitere Fragen? Habe vor kurzem mit der SVB telefoniert und die Sachbearbeiterin hat mir gesagt, also wenn man fertig osteopathisch ist, der Patient 5-mal pro Quartal den Physiotarif für eine Osteobehandlung zurückbekommt. SVB, weiß jetzt nicht, ob das in der Schweiz vielleicht ist, von einem Kollegen. Wisst ihr da mehr? Sagt ihr SVB was? Nein. Okay. Aber vielleicht ist das eine der neuen Krankenkassen, ich weiß es nicht. Das stimmt. Ich dachte, es gibt nur mehr eine. Eben, aber SVB sagt mir gerade nichts. Also leider, wir wissen nicht, was die SVB ist. Aber die SVA vielleicht, ich weiß, dass die SVA in manchen Fällen Osteopathie vergütet. Aber per se ist es in Österreich nicht wirklich einheitlich geregelt. Ich glaube, es ist eher eine Kulanzregelung. Genau, es hängt viel davon, glaube ich, ab, wer dort sitzt. Mhm. Bauernversicherung in Österreich. Ah ja, die Bauernversicherung. Ja, das sind diejenigen, die am weitesten vorn waren. Was wir vorher gesagt haben, manche Kleinen haben es gemacht. Die Bauern waren zwei oder drei Versicherungen und die Bauern war eine davon. Mhm. Oder ist eine davon. Genau. Also langsame Schritte in die Richtung, von den beginnend mit den kleinen Versicherungen. Okay. Gut, das waren einmal die Fragen bis jetzt. Gut. Vielleicht, wenn man langsam zu einem Resümee kommen. Hast du noch Themen, die wir noch vergessen haben, die wir noch ansprechen sollten? Wahrscheinlich. Aber nachdem es in der Natur des Vergessens liegt, kann ich mich gerade nicht daran erinnern. Aber wenn es euch wieder einfällt, könnt ihr eine Mail machen an die ÖGO-Mitglieder. Mhm. Ja. Was ich dich noch fragen wollte am Ende ist, wie würdest du die verschiedenen Rollen vergleichen, in denen du arbeitest? Du hast ja auch genauso wie ich verschiedene Hüte auf und manchmal den Hut der Ärztin oder Osteopathin und manchmal den Hut der Dozentin im Seziersaal und manchmal eben den Hut der Berufspolitikerin. Wie würdest du das vergleichen miteinander? Welcher Hut passt am besten oder alle gleich gut? Schwierig. Mhm. Die Lehrende und die Osteopathin oder Ärztin oder wie auch immer, die Klinikerin, sagen wir es mal so, das ist ja, glaube ich, wirklich, was ich bin. Mhm. Die Berufspolitik ist eine zeitlich begrenzte Geschichte, die auf 3 Jahre begrenzt ist. Ich glaube, man dürfte auch sich wieder wählen lassen für eine zweite Periode, oder? Ja, eigentlich. Schauen wir mal. Aber prinzipiell ist es jetzt einmal auf 3 Jahre begrenzt. Und es ist eine Arbeit, wo ich wirklich viel gelernt habe. Mhm. Also ich habe wirklich, wirklich viel gelernt in den letzten 2,5 Jahren. Und ich hätte mir oder 2 Jahren eigentlich. Und ich hätte mir 3 Monate vorher noch nicht vorstellen können, dass ich dann wahrscheinlich eine Pressekonferenz geben werde und weiß nicht, in der Zeit ein Bild sein werde. Von dem her, ich habe wirklich viel gelernt. Ich bin teilweise weit aus meiner Komfortzone rausgegangen, was meistens die besten Lerneffekte sind. Aber ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Politikerin definieren. Ich mache es und es ist spannend und ich versuche es wirklich mit besten Wissen und Gewissen zu machen und ich versuche mich wirklich reinzuhängen, wie jeder von uns. Es ist viel Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen, es ist viel Arbeit, es ist freiwillige Arbeit oder unentgeltliche Arbeit. Arbeit. Es ist wirklich viel Zeit, unbezahlte Arbeit, teilweise in den letzten 3 Wochen, 7 Tage die Woche, mit am Wochenende, wenn irgendwo eine Katastrophe ausbricht,
dass die Leute halt anrufen und sagen, dieses und jenes ist. Und von dem her, ich mag es gern, aber es ist wirklich, wirklich und viel Arbeit. Oft auch eine unbedankte Arbeit, oder? Wenn ich mich so an meine verschiedenen Jobs zurückdenke. Kriegst du ab und zu Mails, wo die Leute schreiben, danke und super und so. Facebook ist super dafür, ist es leicht. Das Schöne ist, ich habe kein Facebook und ich versuche, dass diese Dinge relativ weit von mir fern bleiben, damit ich einfach meine Arbeit machen kann und dann nicht so sehr involviert bin, weil man bekommt nicht nur positive Rückmeldung. Und das ist gut, wenn man die nicht immer hört, damit man auch den Drive hat, weiterzumachen. Ja. Genau. Gut. Es ist nicht mehr ausgegangen, aber ich hatte vor, dass wir so eine Soundkonserve für heute haben, wo ich auf Knopfdruck ein bisschen Applaus einspielen kann für eure Arbeit. Das ist sie leider nicht mehr ausgegangen, aber du kannst dir das, glaube ich, vorstellen. Und danke vielleicht sehr. Applaudiert sie alle zu Hause jetzt einmal kurz. Vielen Dank, Diana, für die Arbeit. Wir schauen noch kurz, ob es noch Fragen gibt. Willst du noch ein bisschen Zeit dazu? Aber wie gesagt, eine Arbeit, die viel zu oft zu unbedankt ist. Keine Fragen mehr. Außer wir lernen, dass SVB und SVA jetzt fusioniert zur SVS sind. Okay, also gut. Wir müssen uns mit dem Kassensystem noch ein bisschen beschäftigen. Ja, auch das war gerade nicht die Priorität. Ja. Gut, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben natürlich weiter Programm in dieser Woche. Morgen geht es weiter mit dem Christian Hartmann. Wir hatten ja vorige Woche dieses Gespräch über Osteopathie und Infektionskrankheiten und wir fanden das beides so spannend und auch das Feedback war sehr, sehr positiv und sehr interessiert. Und wir werden jetzt morgen da anschließen an dieses Gespräch. Und es ist ja beim letzten Mal das Gespräch drauf gekommen, dass es vielleicht so eine in den historischen Wurzeln der Osteopathie, dass da die Essenz der Osteopathie, die Identität noch zu finden ist, die heutzutage zumindest global ein bisschen verloren gegangen ist. Und dem werden wir uns morgen, dem werden wir morgen nachspüren gemeinsam. Da werden wir uns auf die Suche begeben danach. Freitag gibt es dann wieder ein Open Microphone. Da werden wir uns dann wieder im WSO-Meeting-Raum treffen. Und da gibt es dann wieder Platz dafür, was ihr besprechen wollt. Da gibt es dann wieder Platz für eure Themen, für eure Fragen. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Dinge habt, die ihr dort besprechen wollt, bitte schickt uns eine E-Mail, lasst uns das wissen. Wir werden dann versuchen, auch dann darauf einzugehen und dem Raum zu geben. Über Ostern werden wir Pause machen. Wir werden schauen, dass rechtzeitig vor dem Wochenende einige der geschnittenen Fassungen von vorigen Café Steelpoint-Folgen online kommen, damit ihr übers Wochenende auch wieder was zu schauen habt, damit die Pause nicht zu lang wird. Nächsten Dienstag geht es wieder weiter, voraussichtlich mit dem zweiten Teil von Erichs Embryologie-Werkstatt. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns vielleicht morgen. Dankeschön.